Hallo, einen wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen, hier ist wieder Kerstin Wenzel. Ich begrüße euch und dich in meinem Live und ich habe wieder einen wundervollen Gast. Die liebe Gesa. Guten Morgen, Gesa, wie geht's dir? Hallo und guten Morgen. Vielen lieben Dank. Es geht mir super. Die Sonne scheint und strahlt. Es ist nicht zu heiß. Und in diesem Sinne ist es natürlich ein wundervoller Tag, um genau mit dir das Gespräch zu führen. Ja, prima. Hier regnet es. Also, ja, hier regnet es wirklich. Ist gar nicht angekündigt, aber gut. Also, wenn es jetzt hier irgendwo mal so ein bisschen tröpfelt oder so. Aber ich bin ja drinnen. Okay, Gisa, sag doch mal bitte, woher du kommst und was du so grob machst. Was ist dein Job, deine Aufgabe? Okay, mein Name ist Gisa Steg, ich bin Stehauf-Mentorin und das ist so ein bisschen ein anderer Begriff als Resilienz-Trainerin. Denn genau das ist es im Grunde, die Stehauf-Kompetenz der Menschen zu stärken. Und das mache ich, indem ich eben halt mein Wissen in verschiedenen Büchern und hier natürlich das Thema Narzissmus mit meinen, sag ich mal, potenziellen Kunden und Klienten teile. Ich mache das, indem ich tatsächlich Workshops und Seminare gebe und das schon seit 20 Jahren zum Thema eben Selbstwert, Selbstbewusstsein. Und da sind Seminare wie mehr Kraft und Durchsetzungsvermögen im Business, im beruflichen Alltag, Kommunikationstraining und natürlich auch in letzter Zeit vermehrt tatsächlich, weil es aufkommt, das Thema Narzissmus und toxische, also Umgang, Kommunikation mit narzisstischen, toxischen Persönlichkeiten, weil ich sage Persönlichkeiten, weil nicht jeder hat gleich eine Persönlichkeitsstörung. Ja, und das ist natürlich, kommt immer häufiger in der Berufswelt. Okay, super interessant. So, wer ist denn da von euch live? Sag doch mal gerne hallo. Also, wir haben heute das Thema Narzissmus, aber jetzt nicht Narzissmus in seiner ganzen Pracht, sondern Narzissmus im Bereich Berufswelt, Narzissmus am Arbeitsplatz. Was ist denn überhaupt Narzissmus? Gut, es gibt nicht den Narzissmus, sondern es gibt auch da eine große Bandbreite und verschiedene Facetten. Es gibt so eine Art gesunden Narzissmus und den brauchen wir zum Beispiel, um selbstbewusst auftreten zu können, um zum Beispiel mal so live gehen zu können, ja, ein Standing zu haben. Und das ist schon ein positiver Narzissmus. Also, Narzissmus ist im Prinzip in der Online-Welt, wenn du so willst, ist es natürlich auch, sich mit Selfies zu präsentieren. Das ist auch schon ein Grad an Narzissmus. Aber da ist ja nichts Verwerfliches dran. Und dann gibt es natürlich schon eine Art Narzissmus, wenn derjenige dann so die Selfies postet und aber sozusagen beleidigt ist und gekränkt sich fühlt, wenn er nicht genügend Likes und Kommentare bekommt. Da fängt es schon an, so leicht, sag ich mal, toxisch zu werden. In erster Linie für sich selbst toxisch natürlich, weil es macht einem selber schlechte Gefühle. Also da ist natürlich auch so ein Grad ein Minderwertigkeitsgefühl. So nach dem Motto, ich habe das doch gepostet, ihr habt mir doch jetzt Beifall zu spenden. Und dann gibt es natürlich den, sag ich mal, geht es immer schwieriger, wird schwieriger, immer toxischer, der Narzissmus, wenn es dann darum geht, andere zu bemachten, klein zu halten, herunterzuputzen, niederzumachen, die Erfolge der anderen als die eigenen zu verkaufen. Da fängt es dann wirklich an, ins Toxische zu gehen. Und es gibt auch eben tatsächlich die Persönlichkeitsstörung. Ja, also die narzisstische Persönlichkeitsstörung. Allerdings ist das schwer zu diagnostizieren und die ist meistens nur 1-2% überhaupt zu diagnostizieren. Es ist im Moment auch so ein bisschen trendy zu sagen, der oder die ist eine Narzisstin. Na, ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst. Ja, das stimmt.
Das stimmt, das ist mehr, ich kenne es eigentlich mehr so aus Beziehungen, dass ich es daraus höre und fand das jetzt aber auch so hochinteressant, dass wir es jetzt hier mal auf die Arbeitswelt beziehen, auf die Berufswelt. Ja. Was ist denn zum Beispiel, nehmen wir mal einen narzisstischen Chef, Chefin, wurscht. Mhm. Was kann er oder sie denn anrichten im Berufsfeld? Anrichten ist eine total spannende, sage ich mal, Formulierung, weil also im Grunde ist es natürlich so, wenn ich mit einem toxischen, narzisstischen Chef oder Chefin, wie du sagst, zusammenarbeite, dann kann es natürlich sein, also du merkst es dann, wenn immer wieder Forderungen kommen und das, was du tust, nie gut genug ist, ja, das macht was mit dir, ne? Also von Unwohlsein, Unzufriedenheit, die eigene Leistung, wie gesagt, schon gesagt, wird dann als verkauft als die der betreffenden Person. Dein Selbstwert nagt, also es nagt immer mehr an dir und an deinem Selbstwert. Du wirst immer schlechter gelaunt, niedergeschlagen, demotivierter, unzufriedener. Und das kann alles bis hin sogar zu Krankheiten führen von, sag ich mal, nur angefangen, Kopfschmerz, Bauchschmerz, du musst schon wieder in die Firma am Montag, ja, du musst im Prinzip 24/7 erreichbar sein, weil du ein Geschäftshandy hast, ja, und wenn der dir dann abends um 11 noch eine E-Mail schickt und dann erwartet der Chef oder die Chefin, dass du die beantwortest, und das ist natürlich alles hoch toxisch. Du stehst dauernd unter Strom, was falsch zu machen, nicht zu antworten, ja, es wird schon wieder bestraft, so ungefähr, ja. Und wie gesagt, Müdigkeit, Krankheiten, Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, weil die Last, ne, also es ist ja immer so seine Sache. Und all das führt auf Dauer natürlich bis hin zu einem Burnout. Okay. Du sagst, also die richtigen Narzissten, das sind jetzt nur ein paar Prozent, 1-2 hast du, glaube ich, gesagt. Aber wenn ich jetzt in der Berufswelt bin und nehmen wir einfach mal diesen Chef, woran kann ich das denn erkennen, dass das jetzt wirklich was Schlimmes ist oder ob jetzt jemand einfach nur ehrgeizig ist oder mal einen Tag schlechte Laune hat? Ich mache das jetzt extra so ein bisschen schwarz-weiß. Ja. Woran du, sag ich mal, ich sage immer so ein paar, es gibt so ein paar Merkmale, wie du einen Narzissten oder eine toxische Person, weil wie gesagt, es gibt verschiedene Facetten und erkennen kannst. Das ist einmal eben diese Egozentrik, diese extreme Ich-Bezogenheit. Egal, was du sagst, die Person weiß es eh schon alles besser. Oder wenn du erzählst, du warst, was weiß ich, dort und dort essen, dann kommt natürlich sofort von der Person, ja, ich aber das und das. Wenn du erzählst, was weiß ich, du hast da die und die Ausbildung oder den und den Erfolg, dann wird die Person erzählen, wie viel mehr Erfolge sie hat. Ja, also sie wird dich immer kleiner dastehen lassen und bezieht alles auf sich. Umgekehrt auch, wenn du sagst, im Prinzip, was weiß ich, heute ist ein schlechtes Wetter oder sowas, ja, dann ist die Person schon schlecht gelaunt, weil es schlechte Wetter ist und das ist schon fast wie eine Majestätsbeleidigung so ungefähr, ja. Wird auch auf sich bezogen. Also es ist egal, wenn du irgendwo sagst, oh, das ist heute aber schlecht gelaufen und dann bezieht die Person das auf sich und sagt und dreht es so hin, wie wenn du sie jetzt quasi kritisiert hast. Und na, also da geht es dann schon los. Dann auch so die Sachen erniedrigen. Also sie sind immer wieder so, also ich nenne das die E's des Narzissmus. Ne? Also du wirst immer wieder erniedrigt und vor andere klein gemacht und deine Leistung schlecht geredet, wobei dann immer gleich wieder diese Erhöhung dabei ist. Ne? Hier deine Erniedrigung und das wieder ein E, die Erhöhung sich selbst. Seiner selbst, ne? Immer wieder, ich bin gut, du bist schlecht, ne? Also da ist immer so dieses Ungleichgewicht, ne? Dann auch dieser Egoismus, mir steht alles zu, ja, das heißt, die Gehaltserhöhung steht mir zu, das Lob des Teams steht mir zu, ja, all diese Sachen führen dann dazu. Und
Ja, also die, dann eben so der Egoismus und die Entmutigung. Mhm. Andere werden, wie gesagt, klein gehalten. Das heißt, du bist zu dumm, das zu machen. Lass es doch am besten. Ja. Hört doch gerade auf. Na? Und all diese Dinge. Oder wie gesagt, wie ich schon sagte, die Erfolge der anderen werden als eigene verkauft. Mhm. Dann einen gewissen Grad an Empathiemangel. Ja, also ich sag, es ist ein Empathiemangel, denen wird ja nachgesagt, die haben keine Empathie, die gehen über Leichen. Ja, mhm. Ich sage, sie haben einen gewissen Grad, weil sie wissen ganz genau, wo müssen sie quasi liebevoll, wertschätzend sein, um das zu bekommen, was sie wollen. Das ist, nehmen sie quasi als Manipulationstechnik. Am Anfang, egal ob du in der Berufswelt oder privat jemanden kennenlernst, in der Berufswelt hört sich das dann so an, in einem Vorstellungsgespräch, Frau Steg, auf jemand mit ihrer Kompetenz haben wir total, also immer schon gewartet. Das, was Sie mitbringen, das wird unsere Firma sowas von voranbringen. Wie gut, dass Sie sich beworben haben. Ne? Also das ist, da wirst du quasi besoffen geschmust, sage ich immer. Und du denkst, ja, endlich ein Chef oder eine Firma, die mich sieht, die meine Leistung sieht. Und dann musst du aber genau hinhören. Werden die vorigen Mitarbeiter, die den Job gemacht haben, wie wird über die gesprochen? Sind es alles Loser gewesen? Ja, die haben alles nichts getaugt. Und dann musst du nämlich überlegen, wenn der schon so über andere redet, ja, und dann aber mich quasi dann schon auf den Sockel hebt, das ist diese Erhöhung. Na? Du wirst erstmal erhöht und auf den Socken gestellt und nachher, wenn du eingestellt bist, wirst du ganz schnell vom Sockel, ja, weil er hat ja, was er will. Na? Und du hast ja unterschrieben, insofern da musst du dann aufpassen. Ne? Okay, was kann ich denn jetzt tun? Du hast jetzt gerade gesprochen, jetzt so die Zeichen, auf die man jetzt hören kann im Einstellungsgespräch. Aber wenn ich jetzt so mittendrin, sagen wir mal, ich kriege einen narzisstischen Chef, Chefin vor die Nase gesetzt. Was kann ich denn tun als Mitarbeitender, der davon betroffen ist? Du musst dann immer wieder auch hinhören, wirklich hinhören. In welcher Form werden da gerade Machtspiele gespielt? Ja, also wenn du so ein bisschen diese, ich sag's mal, die narzisstische Rhetorik kennst und diese Klaviatur, dann kannst du da besser mitspielen und achtsam sein. Da fallen dann solche Sätze wie zum Beispiel, Frau Steg, Sie wollen gar keine Überstunden machen. Na? Du machst die ganze Zeit Überstunden, aber hast gerade an dem Abend was vor, ja, die Kinder, du hast niemanden, der die Kinder abholt, also, ne, so. Sie können ruhig gehen, aber ich vergesse nichts. Es ist schon eine unterschwellige Drohung, ne, so bei der nächsten Gehaltsverhandlung, ne, und solche manipulativen, unterschwelligen Drohungen dann schon mal hinhören, ne, oder das ohne mich bist du ja gar nichts, ne? Ohne mich kannst du ja gar nichts werden, ne? Also wichtig ist wirklich, wie spricht die Person? Immer mal hinhören, ne? Also wie spricht die Person immer wieder ich? Dann weißt du, hier haben wir Ego-Thema. Oder, wie gut, dass die Firma mich hat. Ohne mich wäre die Firma hier ja gar nichts. Der Laden wird ja ohne mich gar nicht laufen, ne? Und dann, wie spricht er über, wie gesagt, über die Ex-Mitarbeiter oder über die Kollegen, die gerade zur Tür hinaus sind? Na? Auch das spricht ganz viel, sagt viel aus. Wie geht derjenige dann zum Beispiel mit Personal, wenn ihr Besprechungen habt, mit dem Reinigungspersonal um? Wie geht derjenige mit der Sekretärin um? Ja, auch da siehst du ganz viel. Oder Personal im Restaurant, bei einem Geschäftsessen. Das siehst du auch, wenn du mit einem Geschäftspartner unterwegs bist, wie geht der damit um? Dann weißt du ganz genau, auf welcher Ebene er dann irgendwann mal, wenn was nicht funktioniert, mit dir als Geschäftspartner umgeht. Okay, aber wie ist es denn, soll ich diejenige dann ansprechen?
auf dieses, wenn ich das jetzt gesammelt habe und ich habe das jetzt begriffen, ja, Box ist getickt, der gehört in diese Gruppe. Was mache ich denn dann? Also schwierig ist es tatsächlich, das direkt anzusprechen, weil du wirst natürlich hier in ganz viele Konfliktherde. Einfacher ist tatsächlich, immer wieder zu schauen, dass du ihm keine Bühne gibst. Wenn er jemand jetzt zum Beispiel erniedrigt, dass du ihm nicht noch Beifall klatscht und sagst, ach ja, das war jetzt aber gerade nicht gut, ne, derjenigen Person. Weil dann, das ist ja genau das, was er möchte, sich natürlich da erhöhen. Du kannst natürlich dann mit dem Personal freundlich umgehen und zeigen, also A, dem Personal, dass du es siehst, dass du es wahrgenommen hast, ja, und dass du aber nicht auf dich auf dieses Spiel und diese Höhe einlässt. Das ist das eine. Das andere ist einfach, ne, da gehört aber viel Mut dazu, die Situation dann zu sagen, okay, das ist jetzt nicht, sag ich mal, da möchte ich jetzt gar nichts füttern, das ist nicht mein Geschäftspartner, ich stehe auf und gehe. Also das ist dein Recht auch zu sagen mit dem Geschäftspartner und ganz oft ist es ja auch so, das war bei mir auch so, ich sage es ganz offen und ehrlich, immer dann, wenn ich sowas wahrgenommen habe, dann ging bei mir so ein Radar los, ja. Und dann war das bei mir so zum Beispiel, ein Beispiel mit meinem ersten Buch, da bin ich ja so auf die Nase geflogen. Da dachte ich, naja, ich habe schon gemerkt, der Verlag und das Ganze, das ist nicht ganz koscher. Aber ich habe mir dann gedacht, ich habe mir das noch schön geredet und das macht man leider Gottes oft. Ich habe nicht auf mein Bauchgefühl gehört, habe mir das schön geredet und habe gesagt, naja, du musst die Verlegerin ja nicht gleich heiraten, es reicht ja. Du willst ja nur das Buch mit ihr verlegen. So, und genau das ist dann am Ende mir, als ich über mein Bauchgefühl hinausgegangen bin und das ignoriert hatte, auf die Füße gefallen. Mhm. Das Buch wurde dann, ne, durch einen Rechtsstreit auch mit dem Verlag und so vom Markt genommen. Es hat mich Rechtsanwaltskosten, Produktionskosten und gekostet 10.000 Euro. Zack. Einmal Bauchgefühl, ja, nicht beachtet. Okay. Ärgerlich, ja. Ich komme noch mal kurz zurück zu diesen Mitarbeitenden. Wie kannst du denen denn helfen? Also, dass sie für sich selber so einen klaren Plan machen, dass sie selber erkennen, wo sind meine Grenzen? Weil das haben die oft gar nicht, dass sie das Recht haben, Stopp zu sagen, Nein zu sagen, Grenzen zu setzen. Dass sie zum Beispiel sagen, okay, ich habe zwar ein Geschäftshandy, aber das ist dann echt mal irgendwann ab 21 Uhr, na, wir wissen ja in der Arbeitswelt, dann ist es ab 20 Uhr, 21 Uhr ausgeschaltet und wird erst morgens um 7 Uhr wieder eingeschaltet. Punkt. Klar, Stopp und Nein sagen. Und die können arbeitsrechtlich einem gar nicht drohen oder gar nichts machen. Ne? Dann eben halt sich tatsächlich klar machen, okay, du kannst den anderen nicht ändern, du kannst ihn nicht retten, du kannst den Narzissten oder die Narzisstin, wenn es denn so ist, oder auf jeden Fall die toxische Person nicht verändern. Also erstmal abstrahieren, ah, da haben wir das, könnte so sein. Also muss ich gucken, wie ich mich stark mache, wie ich meinen Selbstwert mache. Dann deutliche, klare Kommunikation, ne? Also eben halt immer noch Grenzen setzen, sich auf die Metaebene begeben, sagen, okay, der Angriff hat jetzt gar nichts mit mir zu tun, der kann mich noch so runterputzen. Und das machen die liebend gerne vor Publikum, ja, weil die brauchen eine Bühne. So, dass du einfach sagst, okay, ich schluck das jetzt kurz runter, trenne die Sache von der Person, und zwar von deiner, ja, trenne wirklich, was ist jetzt wirklich deins und was ist wirklich seins, ja. Dann gegen Angriffe finde ich immer so ein bisschen schwierig, ne, zurückzuschießen, weil dann seid ihr irgendwann in einem Machtkampf und das tut nie gut, ja. Denk dran, oft steckt auch so ein Schrei nach Liebe derjenigen dahinter, dass da wirklich eigene Riesenmangelthemen dahinter stecken. Und du bist letzten Endes vielleicht sogar diejenige oder derjenige, der ein bisschen stärker ist auf der Plattform, sage ich jetzt mal. Ne? Ja, okay. Dann auch immer wieder für dich.
tatsächlich einfach mal, was ich schon sagte, dich auf die Sachebene begeben und dein eigenes Ego abschalten, einfach mal runterschlucken, Ruhe bewahren, Lob bei den Menschen, die, was brauchen die? Ne? Ich sage immer, gib dem Affen Zucker. Ja? Das sind Menschen, die blühen auf, wenn sie Lob, Anerkennung, Wertschätzung, danach buhlen die und das brauchen die. Und du kannst es in gewissem Maße in kleinen Dosen einsetzen, indem du dann halt die Hummethode, ne? Bisschen Honig ums Maul, ne? Kennen wir ja von früher noch, das gezielt einsetzt. Aber nicht so, dass es für das, ne, dass es für dich nicht, überhaupt nicht gut anfühlt, sondern in wohl dosierten Worten, und weil sie selber sind ja Meister der Manipulation und sie erkennen natürlich diese Manipulation dahinter. Ja, wenn du sie wirklich dann, aber du kannst ja so Sachen sagen wie, ach, der Ansatz, der war ja jetzt schon sehr gut und der gefällt mir, oder was, und dann was hältst du davon, und dann bringst du das, was du eigentlich willst, an, ja. Und wenn wir das XY machen, und dann kannst du es ja wieder so verkaufen, als ob es ja fast schon seine Idee wäre. Das würde doch dein Ansatz unterstreichen. Ja, wo ist denn da die Grenze zum Schleimen? Ich würde sagen, in dem Moment, wo du selbst schon ausrutschst, ist die Grenze überschritten. Sorry, ist so. Aber was wollen die Menschen? Die wollen, die buhlen wirklich nach Anerkennung. Ja, und du, wenn du in Kritik übst, ja, dann ist es für die schon Majestätsbeleidigung. Aber ihr müsst ja irgendwie miteinander trotzdem kommunizieren. Also wenn du das dann höflich so verpackst und höflich so anbringst, dann, ne, fühlen die sich immer noch gesehen und geschmeichelt, und vielleicht schaffst du es dann dadurch doch besser, deine Belange und die fürs Team durchzusetzen, als mit brachialer Gewalt, du, dein Vorschlag ist scheiße, wir machen das so. Ja, dann kommst du nicht weiter. Okay. Gibt es eigentlich sowas wie, das kenne ich von der Partnerwahl auch, dass man als Mitarbeitender immer an solchen toxischen, schwierigen Chefs, Chefinnen kommt, dass man da, also ganz, weißt du, was ich meine, dass du das Gefühl hast, du gehst in ein anderes Unternehmen und dann hast du wieder so eine Type, da gibt es das? Ja, es gibt es, einfach aus dem Grund, weil du dir immer wieder die Menschen, oder sei es Beziehungen oder so, na, das ist dein Muster, und wenn du erkennst, im wahrsten Sinne des Wortes, und du fällst auch immer wieder auf diese, quasi diese Love-Bombing, nennt sich das im Narzissmus, diese Kennenlernphase. Ja, du wirst geschmeichelt, ne, das, was ich vorher sagte, du wirst besoffen geschmust. Ach, Gisa, so eine Frau wie dich, auf die habe ich immer schon gewartet. Und ach, du bist meine Seelenverwandte. Ah, die Musik, die liebe ich auch. Ne? So, und dann fühlst du dich natürlich, ne, oh, mein Seelenpartner, mein Traumjob, ja, und dann kommst du immer wieder, ja, ist so. So, ja. Aber warum passiert das? Weil, A, du ein eingebautes Helfersyndrom hast. Vielleicht solltest du mal hinschauen, zu gut für diese Welt. Piep, 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 habt mich alle lieb. Ja, das Programm läuft. Dann, du willst die Welt retten. Ja, das heißt, du willst natürlich die Firma retten, oder du willst eben halt dann der Partner in der Partnerschaft. Es gibt extreme Parallelen, genau dasselbe, ja. Oder du fällst auch bei Coaches, es ist auch in der Berufswelt, du fällst dann auf genau diese Coaches und Trainer rein, die dir sagen, oh, Gisa, das ist ja toll, du bist ja prädestiniert, es ist mir tatsächlich so passiert damals, für die Ausbildung zur systemischen Beraterin. Das war, während ich meine Ausbildung zum NLP Practitioner und Master und so gemacht habe. Und dann hat er mich während der Ausbildung immer noch bezirzt und belabert, dass ich quasi noch parallel die Ausbildung zur systemischen Beraterin mache. Im Nachgang war es kein Fehler. Heute weiß ich, dass der mich da echt sozusagen so hochgradig manipuliert hat, durch dieses, was er immer wieder gesagt hat, bis ich die Ausbildung gemacht habe.
Aber auch da ist es tatsächlich dann so passiert. Und ich mag das wirklich auch so nennen. Und das war auch toxisch, weil ich dann auch da in eine toxische Abhängigkeit bin. Weil ja. Der hat ja immer wieder, oh, ne, durch dies und jenes und du bist so gut und überhaupt. So nach dem Motto, die Welt braucht noch jemanden wie dich und so weiter. Und ich so, oh ja, habe mich geschmeichelt gefühlt. Ne? Ich habe ja ein Riesenpotenzial als Coach und Trainerin. Gut, wie gesagt, im Nachgang war es kein Fehler. Aber das sind einige, die immer noch in der Dauerschleife bei dem hingen, noch 5, 6 Jahre danach, die mit mir die Ausbildung begonnen haben, die dann weiter, weiter und weiter die Ausbildung gemacht haben und nochmal wiederholt und na, weil sie dann auch die Prüfung nicht richtig bestanden haben und all das. Und da darf man einfach dann auch hinhorchen und warum machen die das? Mangelnder Selbstwert ist ein Riesenthema und dadurch eben halt empfänglich. Na? Das steckt oft dahinter. Was hatte ich gesagt? Helfersyndrom, mangelnder Selbstwert, Harmoniesucht. Na? All diese Dinge, Konflikte scheuen im wahrsten Sinne des Wortes, mangelnden Selbstwert, das sind so Indizien, ja, da darf man dann hinschauen. Sind da mehr Frauen von betroffen, jetzt in der Rolle des Opfers, ist ja doof, aber Betroffene. Ich mag das gar nicht so sagen, weil es sind tatsächlich Betroffene. Und wenn jemand dann sagt, oh, ich bin Opfer von Narzissmus, weißt du, den Stempel, den ich mir gebe, den gebe ich mir. Ja, aber ich kann betroffen davon sein. Ja? Und wenn ich da wirklich hinschaue und meine eigenen Themen auflöse, dann bin ich nicht mehr so anfällig. Und wenn ich, wie ich vorhin schon sagte, die Klaviatur des Narzissmus ein bisschen kenne, dann werde ich früher achtsam da drauf. Dann das, was vorher, dann geht mein Bauchgefühl früher los und sagt, ich nenne das Frühwarnsystem, unsere Intuition. Ja. Hey, da stimmt was nicht und dann bin ich schneller weg. Dann höre ich nämlich auch auf, ach, ich bin es doch wert, den Job zu haben, mir das nochmal schön zu reden. Ja? All das, was dann zum Teil während des Vorstellungsgesprächs mündlich besprochen wurde, steht dann nachher gar nicht im Vertrag drin. Ja? Und auch daran hören, wenn du dann sagst, ja, aber das stand doch gar nicht, haben wir doch besprochen. Ach, richtig. Ne? Okay. Brauchen wir doch gar nicht. Das ist doch. Ganz, ganz gerne fragen, Gesa, wie du arbeitest. Arbeitest du 1:1? Arbeitest du in einer Gruppe, offline, online, Vorträge? Was bietest du? Bücher, klar, aber was bietest du darüber hinaus? Du hast tolle Bücher geschrieben, das weiß ich. Danke dir. Ja, also zu dem Thema Nein sagen, Grenzen setzen, toxische Beziehungen beenden und natürlich auch befreie dich mehr Mut zu mit ich, auch Umgang mit Energieräuber, gibt es ja überall Bücher. Ja. Dazu gibt es eben halt auch tatsächlich Workshops, Seminare, Vorträge und ich arbeite viel im 1:1, weil zu mir kommen Männer und Frauen, die sagen, das ist ein heikles Thema. Ich bin tatsächlich betroffen, was das Thema Narzissmus angeht. Und wie kann ich damit umgehen? Dann arbeiten wir im 1:1, Und das ist weniger in Gruppen als im 1:1, definitiv. Okay. Arbeitest du denn auch mit den Narzissten? Hatte ich spannenderweise jetzt 2, 3 Fälle. Mhm. Und das Krasse ist tatsächlich, dass die auch leiden. Ja, die sind dann über das Thema Narzissmus, weil sie glauben, die anderen sind ja alle narzisstisch und leiden selbst darunter. Ja, okay. Also ganz extrem. Und das war für mich mega spannend. Und auch da, leider Gottes, ich habe dann bei der einen habe ich gesagt, dachte ich, boah, ich drehe jetzt durch, ja. Und im Coaching tatsächlich. Und da dachte ich, boah, ist mir jetzt wurscht. Dann geht sie halt, wenn ich ja jetzt offen und ehrlich sage, dass sie das Problem ist und nicht die anderen. Okay. Und auch da sind wir dann wieder bei dem Eisberg gewesen und die Prägungen. Es ging um die Prägungen in der Kindheit. Und das ist es meistens, ob du jetzt betroffen von Narzissmus bist oder selbst ein Narzisst.
Und immer wieder sind es die Prägungen in der Kindheit. Und da war es tatsächlich so, dass wir dann mal dahingeschaut haben. Und ich hatte dann ein paar Wochen später von einer dann in den Rückruf, denn das Telefon, sie sagte, Frau Steg, ich muss Ihnen das sagen. Sie haben bei mir Wunder bewirkt. Ja, weil sie war ja vorher schon bei 1000 anderen Coaches und Trainer, aber die haben halt nicht das, sich so beschäftigt mit dem Thema Narzissmus, wie ich das getan habe. Ja. Und folgedessen konnte ich da einfach genauer hinschauen. Auch ein Narzisst hat natürlich seine Vergangenheit und wurde so, sag ich mal, zu dem gemacht, was er gerade ist. Okay. Und das Schöne ist, auch da können wir immer noch was verändern. Okay, so, vorletzte Frage. Warum packt dich dieses Thema Narzissmus so? Ich gebe es offen und ehrlich zu. Deshalb gibt es ja auch dieses Buch, Narzisstische und toxische Beziehungen beenden. Ich war in einer 30-jährigen Beziehung. Dann hat mich damals mein Mann einfach verlassen. Und danach war ich 1,5 Jahre glücklich Single und habe dann tatsächlich das Geschenk des Lebens bekommen. Eine narzisstische, toxische Beziehung. Okay. Holla die Waldfee. Und der hat mir mal echt dann gezeigt, wo meine eigenen Wunden sind, wo meine eigenen Themen stecken, warum ich mich quasi in, ne, deshalb auch dieses, ich weiß, wie das ist, wenn du besoffen geschmust wirst. Ich weiß, wie das ist, wenn du das alles erstmal schön redest. Ach, ist ja gar nicht so schlimm. Und, ne, und wenn dann die ersten Wolken im Himmel aufziehen, die ersten Zoffsstreit, auch da immer noch, ah ja, aber er hat ja auch seine guten Seiten. Ja, und ne, du dir das wirklich immer wieder schönredest. Ich sage immer, sorry, wenn ich das so offen und ehrlich sage, das ist wie wenn du eine Hundekacke auf der Straße siehst und die stinkt und dann machst du ein bisschen Sahne drauf und Glitzer. Ja, also darunter stinkt es weiterhin, aber sieht schöner aus und riecht besser. Okay, ja, danke für dieses Bild. Ja, okay. Das heißt, Du warst davon betroffen und hast das Thema dann daraus halt auch dann für dich entdeckt und damit dann gearbeitet mit deinen ganzen Coaching-Fähigkeiten, die du hast in Beziehungen, aber dann halt auch im Berufsleben. Richtig? Richtig, weil das zieht sich ja durch und ich sage auch immer, dass so lange bis, ja, also nach der Beziehung kam dann die berufliche Beziehung mit eben halt dann dem Verlag und die Erfahrung und dann ging es weiter mit einer Freundin und du bekommst die alle so lange bis, ja, bis du hinschaust, warum du dich selbst zur Verfügung stellst. Das war, glaube ich, das, was du vorhin, ne? Und da habe ich nämlich eben halt festgestellt, die eigene Harmoniesucht, ja, ach, ich möchte ja gar nicht streiten, keine, ne, die Konfliktscheu, dann das Rettersyndrom, das Helfersyndrom, wie kann ich denn, naja, also, ne, ich möchte die Beziehung nicht hinschmeißen, ich habe 30 Jahre Beziehung, also bin beziehungsfähig, ja, aber dass der andere das vielleicht nicht ist oder dass ich, ne, der, egal was ich tue, nicht zufrieden ist damit, ne, das musste ich auch erst lernen und vor allem für mich auf- und einzustehen und deshalb auch dieses Thema Steh-auf-Mentoring und Resilienztraining. Ja, das macht Sinn. Okay, letzte Frage. Was möchtest du denn noch loswerden, was ich dich bisher nicht gefragt habe? Eigentlich das Wichtigste ist tatsächlich, egal ob im Business, in der Businesswelt, egal ob in der Coaching-Blase, Speaker-Welt, wie auch immer, egal ob du im Dating gerade neue Partner, Partnerin oder im Freundeskreis. Das Allerwichtigste ist, achte bitte auf dein persönliches Bauchgefühl. Wenn du das Gefühl hast, oh, das ist nicht ganz koscher, dann ist das auch oft so. Wenn du das Gefühl hast, ah, das ist jetzt aber zu viel geschmeichelt und überhaupt, ne, dass du da erhöht wirst, dann achte einfach noch mehr darauf, auf das Ganze. Ja? Achte auf dein Bauchgefühl. Ja? Ich nenne das, inzwischen habe ich ein gutes Narzisstenradar. Ich spüre da schon, wenn da jetzt irgendwie, ob das echt ist, das Kompliment oder wie auch immer, ja.
Und das ist das Einzige, was ich sagen möchte. Achte auf dein Bauchgefühl. Du hast eine gute Intuition. Was ist echt? Was ist unecht? Ja, weil ich sage auch immer, online kannst du sein, wer du willst. Offline zeigt sich aber, wer du bist. Ja, und wenn du Hilfe brauchst, wenn du Unterstützung brauchst, wenn du ein Seminar irgendwie für deine Mitarbeiter oder Mitarbeitenden mehr Kraft und Durchsetzungsvermögen möchtest, Kommunikationstraining, ja, melde dich bei mir. Punkt. Ja, super. Genau. Könnt ihr dann gerne machen im Nachgang hier bei der Gisa, geht er einfach auf das LinkedIn-Profil. Da findet ihr ja alles weitere. Okay, super. Dann freue ich mich, dass wir dieses Gespräch geführt haben. Ich danke dir vielmals, finde ich unheimlich wichtig. Und ich danke denjenigen, die live dabei waren. Und ich danke denjenigen, die sich das im Replay anschauen. Und Dankeschön. Ich verabschiede mich. Genau, danke liebe Gisa und bis bald. Ciao.